Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4. Der Danny spielt das. Wir befinden uns hier ja, auf der Strecke Bahnstrecke Salzburg-Rosenheim und haben heute die Aufgabe. Wir sind hier übrigens gerade angekommen mit unserem PKW bzw. unserem Transporter und haben heute die Aufgabe hier von Rosenheim aus bis nach Salzburg zu fahren. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu unserem Zug. Es ist vielleicht nicht die beste Gegend hier, wo ich ausgestiegen bin, aber das war der einzig freie Parkplatz hier. Und ich habe mir gedacht, ich habe einen Transport, da stelle ich mich einfach mal hier hin. Und ja, würde sagen, wir begeben uns hier zu unserem Zug. Dürfen natürlich nicht über die Gleise laufen. Das heißt, obwohl hier ist ja ein Weg, wir sind Bahnmitarbeiter, wir sichern uns kurz ab, ob wir hier laufen können ohne Gefahr. Das ist der Fall. Dann gehen wir einfach zu unserem Zug, zu unserem Bahnsteig. Über diesen Weg. Dort stehen schon viele abgestellte REs und ein Güterzug auch. Diese Strecke ist ja mitgeliefert, beziehungsweise zu dieser Strecke wurde die BR111 mitgeliefert. Und ja, das kennt ihr ja mittlerweile schon. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt, wie gesagt, zu unserem Zug. Zu unserem Eurocity 33, so habe ich den einfach mal getauft heute, in einem wunderschönen Repaint, wie ihr seht. Aufgerüstet ist er schon. Auch eine Route ist bereits gelegt worden und ihr seht es hier, 150 Jahre Brenner. Ich finde ein wunderschönes Repaint. ÖBB, ihr seht es hier, Innsbruck, Matrei, Brenner, Bressanon, Brixen, Bolzschane und Bozen. Und was für ein schön, auch schönes Motiv, seht ihr mal. Das ist doch wirklich die 1044-23, ist dort drauf abgebildet, zusammen mit ihren, ja, ich könnte fast sagen, T-Waggons. So sehen die auf jeden Fall aus. Ihr seht hier oben 150 Jahre Brennerbahn. Türen sind noch geöffnet, die werden wir gleich schließen. Ich habe mal einfach so ein paar SBB-Banken dran gehangen. Old und neu und erste Klasse und zweite Klasse. Das sind im Übrigen hier, ihr seht es ja, SBB-Wagen. Und hinten dran habe ich dann ÖBB dran gehangen. Und zwar fortlaufend. Also die sind jetzt bis hinten dieselben Wagen. Und hinten dran habe ich noch, wir befinden uns im Übrigen im Sandwich, habe ich noch eine weitere F-16 Taurus dran gekoppelt. Einfach als schiebende Lok. Und ja, da ist auch ein wunderschönes Szenario. 100 Jahre ÖBB, Richtung Zukunft. Heute für morgen für uns. Ich finde, das sieht auch gar nicht so schlecht aus, was mich ein bisschen stört, dass hier hinten die Schlussleuchten nicht angehen. Ich war schon in der Lok drin, habe das alles soweit aktiviert, aber naja, vielleicht ist das einfach so, weil die nicht als schiebende Lok vorgesehen ist. Lassen wir das. Ich würde sagen, wir steigen einfach ein und beginnen unsere Tour. Wie gesagt, von Rosenheim nonstop bis nach Salzburg. Es ist früh am Morgen, 5 Uhr irgendwas, und es ist bereits hell an diesem 6. Mai 20, beziehungsweise 5. Mai 2024. Und ich würde sagen, wie gesagt, wir haben grün, wir haben Ausfahrt, Türen können wir schließen, Fahrgäste sind eingestiegen und ausgestiegen, wir haben unseren Zug aufgerüstet, das heißt, wir können beginnen. Tja, ich finde, das sieht richtig schön aus, auch so ohne Fotomodus. So, die Tür ist hier zum Einsteigen. Nehmen wir dem einfach mal die Frontpartie weg. So, schließen die Tür, gehen in unseren Führerstand, schließen auch diese Tür und dann würde ich sagen, schließen wir die Fahrgasttüren und dann haben wir Ausfahrt. Wunderbar, auf geht's, 69 Kilometer bis Salzburg. Aber mich stört gerade was. Ihr seht es vielleicht. Die Geschwindigkeit möchte ich schon ganz gerne sehen. Machen wir das auf einfach, auf minimal. Müsste das eigentlich. Genau, jetzt stimmt es wieder. Auf minimal muss man das machen. So, wir lösen die Bremse. Und dann geht's los. Bleibt die AFB nicht. Ach, die AFB habe ich noch gar nicht. Dann können wir auch nicht los, weil das vergesse ich in letzter Zeit immer. Komisch. Naja, egal. Jetzt aber.
Na komm, was ist das Problem jetzt? Was habe ich hier noch verkehrt gemacht? Bremsen sind gelöst. Was ist denn jetzt hier das Problem? Komisch. Ja, Bemis reagiert manchmal nicht, habe ich das Gefühl. Naja. Dann machen wir es so. Können Sie befreien? So, das Wetter bezieht sich dann auch schon. Das schöne Wetter ist dann vorbei, pünktlich zur Abfahrt. So, wir können es, glaube ich, auch das Befreite nochmal aufschalten. Sifa drücken. Wunderbar, wunderbar. So, hier noch einen kleinen Gleiswechsel. Und dann dürfen wir auch gleich schon auf 80 beschleunigen. Wunderschön. So, dann beschleunigen wir schon mal auf 80. Meine Runde ist gleich vorbei. So, dann seht ihr mal, wie weit wir gucken können. Nämlich gar nicht weit. So dicht ist der Nebel, dass man sieht nichts. Wahnsinn. Sicher. So, dann können wir auch gleich schon beschleunigen auf 140. Ich habe mir gedacht, nach den ganzen Livestreams, die ich in letzter Zeit so gemacht habe, machen wir einfach mal wieder ein Video. Haben wir ja auch schon ewig nicht mehr gemacht. In der allerbesten Auflösung, die dieses Spiel überhaupt bieten kann. Das war ja leider, ist ja leider im Livestream nicht möglich, aufgrund des OBS-Studios. Aber hier als Video kann man das schon machen. So, 140. Wunderbar. So, da bin ich mal gespannt, ob sich der Nebel noch auflöst oder ob wir vielleicht sogar noch mit Regen rechnen müssen auf unserer Fahrt. Sagen, wir müssen es einfach abwarten, beeinflussen können wir es sowieso nicht.
So. Mal abwarten, wie schnell wir noch fahren dürfen. Ob wir bei 140 bleiben, ob wir vielleicht sogar 160 fahren dürfen. Wunderschön einfach. Es gibt einfach nichts Schöneres als dieses Hobby. So, ihr merkt, wir werden ein bisschen schnell, aber die AFB regelt das schon. Geht sie nämlich so leicht bergab. Ihr hört das vielleicht immer so ein bisschen am Zischen, das ist, wenn die Bremse aktiviert wird, beziehungsweise betätigt wird, durch das System. Wenn wir hier drohen, ein bisschen zu schnell zu werden, dann greift die AFB ein und verlangsamt den Zug etwas. So, runter auf 110. Mal abwarten, ob wir grüne Welle haben oder ob wir vielleicht sogar noch irgendwo ein haltzeigendes Signal bekommen, weil es ist nämlich kein offizieller Fahrplan oder kein offizielles Fahrplanszenario, mein Gott, sondern das übliche zu Fuß hingegangen und den Zug dorthin gespawnt. Gleichwohl möchte ich sagen, dass die 1116 auch offiziell auf der Bahnstrecke Rosenheim-Salzburg zu fahren ist. Also ihr könnt hier auch ganz normal im offiziellen Fahrplanmodus hier fahren. Das habe ich vielleicht noch als Info am Rande gesagt. Also ihr müsst nicht zwangsläufig hier hin spawnen. Ist auch offiziell hier fahrbar. Ich habe gestern im Livestream schon so mit einigen Usern so ein bisschen diskutiert. Da ging es darum, dass der TSW ein bisschen hinterherhinkt, was die Weiterentwicklung angeht. Sei es fahrzeugmäßig, sei es streckenmäßig. Ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Jetzt sind ja laut letzter Roadmap einige schöne DLCs angekündigt. Ich spreche jetzt im Besonderen von der BR218, die ja dort angekündigt wurde, die auch in den nächsten 3 bis 4 Monaten ja, verfügbar sein soll für den TSW 4. Und im anderen spreche ich natürlich auch von dem IC1 Steuerwagen, der ja auch dort vollmundig angekündigt wurde. Der soll in den nächsten 4 bis 6 Monaten veröffentlicht werden, verfügbar sein. Wie seht ihr die Sache? Sind das alles leere Versprechen oder ist das schon ein Fünkchen Wahrheit dran, dass wir uns da wirklich in den nächsten 3 bis 6 Monaten auf zwei sehr schöne, interessante DLCs freuen können? Der IC1 Steuerwagen kommt ja in dem Zusammenhang auch nicht alleine, sondern bringt natürlich auch die BR101 mit in der ja, wie nennt man das jetzt nochmal wieder? In der Expert-Version. So, hier müssen wir quittieren wahrscheinlich. Zug beeinflussen. Gucken wir einfach mal.
In der Expertenvision nennt sich das so, glaube schon. Und die alte BR-101, die es ja schon länger gibt jetzt, die soll dann eigenständig noch bestehen bleiben. Und es gibt, wie gesagt, wird mit dem IC1 Steuerwagen die eine neue BR-101 mitgeliefert. Wie seht ihr das? Unnütz oder schon von Vorteil? Und die BR-218, wie gesagt, in den nächsten 3 bis 4 Monaten soll die hier verfügbar sein für die TSW 4. Also ich bin da echt drauf gespannt. Also wenn die wirklich kommt, dann wird das natürlich richtig mega. Weil die erste deutsche Diesel-Lok, die wir dann hier in diesem Spiel haben und dann auch noch so eine ja, großartige, wirklich eine massive deutsche Diesel-Lok. Ich lasse die BR-363 Schlepploks jetzt mal ein bisschen außen vor, die Güterzugloks. Ich spreche wirklich von einer großen deutschen Diesel-Lok, die ja auch lange, lange Zeit im Personendienst eingesetzt war. Ich kann ja aus eigener Erfahrung sprechen, damals in den 90ern bis ungefähr 2000, 2004 war es, glaube ich, wurde die bei uns regelmäßig eingesetzt als RE14 der Borkener von Borken nach Oberhausen und nach Essen stündlich. Also jede Stunde fuhr der woanders hin, also einmal nach Oberhausen, einmal nach Essen mit den Silberlingen am Haken und ja, ich kann nur sagen, es war wunder, wunderschön und sie wird ja teilweise heute noch als Personenzuglok eingesetzt. In Oberstdorf bis nach Ulm und so weiter oder nach Sylt. Also während die 363 und 263 und so weiter, die wurden ja alle als Schlepplok bzw. auch als oder vermehrt als Güterzuglok eingesetzt. Also da ist die BR-218 ja wesentlich flexibler. Und also die hier im TSW zu haben, das wäre schon echt eine Erweiterung. Sehr eine richtig schöne Aufwertung auch. Wo ich sagen muss, doch, das wird mir sehr gefallen. Freue ich mich sehr drauf. Also ich hoffe, das ist wirklich kein PR-Gag oder sowas, sondern dass die wirklich kommt. Und ja, es wäre schon echt nice. Also die hat schon echt Wumms und die hat. Vor allem auch der Start, also wenn die startet, der Sound ist, der ist nicht zu ersetzen. Das ist einfach ein Sound, wo man regelmäßig Gänsehaut bekommt als Bahnfan. Ich glaube, da könnt ihr mich verstehen. Und das wäre schon echt nice, wenn die sich hier, ja, wenn die sich hier dann auch als spielbare, als fahrbare Lok präsentieren würde. So, wir haben jetzt noch 54 Kilometer bis Salzburg. Dürfen gleich 130 fahren. Bisher läuft alles gut. Der Nebel hat sich, glaube ich, soweit aufgelöst. Es ist dafür aber immer noch ein bisschen bewölkt. Die Sonne ist weg. Aber ja, dafür ist der Nebel wenigstens weg. Und schauen wir mal, vielleicht kommt die Sonne ja nochmal wieder raus an diesem frühen Morgen oder es gibt Regen. Einfach abwarten. Was es auf jeden Fall mit Sicherheit nicht mehr geben wird. Am 5. Mai ist Schnee. Ich glaube, dafür brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Ja, schauen wir einfach mal, wie sich die weitere Fahrt noch so gestaltet. Und ich glaube auch bei der gesamten Community wird der IC1 Steuerwagen sehnlichst erwartet, weil ein IC-Dienst ohne fahrbaren Steuerwagen, finde ich auch ein bisschen komisch, wenn man immer nur ziehende ICs fahren kann, das finde ich ein bisschen traurig. Deswegen wird der IC1 Steuerwagen auch sehnlichst erwartet. Der soll sich allerdings noch 4 bis 6 Monate Zeit lassen, bevor der auf den Markt kommt, beziehungsweise hier verfügbar sein wird. Aber ich denke, bis dahin, wenn das wirklich so kommt, können wir uns dann ganz gut mit der BR-218 trösten und über die Zeit überbrücken bis zum IC1 Steuerwagen. Ich denke, da werden ganz interessante Szenarien möglich sein. Ich spreche jetzt nicht nur vom offiziellen Fahrplanmodus, sondern natürlich vom Szenario-Editor. Insbesondere vom Formations-Editor, wo man natürlich seine eigenen Züge dann zusammenstellen kann. BR-218 mit Silberlinge, mit N-Wagen. Ihr wisst, wovon ich spreche. Das wird richtig mega.
Ich glaube, ich spreche da wirklich im Namen von euch allen, dass es wirklich absolut genial wird. Und natürlich dann auf der Strecke, Hauptstrecke Rhein-Ruhr, ist die natürlich besonders gut aufgehoben. Ja, das ist hier der erste RE entgegenkommt, geschoben von der BR111, die ja, wie gesagt, mit dieser Strecke als DSC mitgeliefert wurde. Und die Dostos sind ja eh schon da. So, was haben wir da wieder für Zahlen? Salat 110, 130. Ich würde sagen, wir bremsen da gleich mal auf 110 runter. Ich glaube, da machen wir nichts verkehrt. Warten wir einfach darauf, was das Streckenmonitor wieder anzeigt. Das machen wir nämlich jetzt auch mal falsch. Gehen wir auch mal. So. Also wie gesagt, ich hatte da gestern die eine oder andere Diskussion im Livestream, dass der TSW sich so ein bisschen auf der Stelle bewegt, was die Entwicklung angeht, was die Realität angeht, was die Streckenanzahl angeht oder Vielfalt angeht, was die Fahrzeuganzahl angeht. Klar ist TSW in dem Punkt ein bisschen zurück als der TSC, aber man darf auch nicht vergessen, den TSC gibt es da schon noch mal einiges länger. Und da wurde natürlich viel, viel drin investiert, da alles soweit mit Fahrzeugen und Strecken zu bestücken. Und den TSW, den gab es ja dann erst eine ganze Zeit später. Am Anfang gab es ja beim TSW 2020, wie der hieß, TSW 2020 hieß ja, glaube ich, der erste Teil, gab es ja, glaube ich, noch gar nicht so viel. Da waren, glaube ich, ein paar Standardloks, die mitgeliefert wurden mit irgendwelchen Strecken, deutschen Strecken. Und das war's dann. Da gab es, glaube ich, noch gar nicht so viele extra DLCs, keine extra Add-ons. Das hat sich dann, glaube ich, erst mit Erscheinen des TSW 2 und TSW 3 so weiterentwickelt, dass es da wirklich viel mehr Add-ons gab und Drittanbieter, die auch Fahrzeuge liefern. Und jetzt im TSW 4 ist, hat sich das natürlich nochmal um einiges vervielfacht, dass da auch Drittanbieter und so weiter zum Zug kommen, um mal bei der Bahn zu bleiben. Doch einfach nur ein Traum. Entschuldigung, das ist doch einfach nur ein Traum. Wunderschön. Einfach nur ein Traum. So, der Screenshot-Auslöser braucht heute mal wieder ein bisschen länger, aber das kennt man ja schon. Einfach nur Trauma. So, dürfen jetzt wieder 130. Gut, dann fahren wir die. Sorry, ich muss jetzt gerade eben eine wichtige Nachricht von meiner Frau beantworten. Deswegen war ich in kurzer Zeit ein bisschen still. So. Es sind 48 Kilometer, das Wetter ist nach wie vor sehr bewölkt, stark bewölkt, möchte ich sagen. Aber es ist nach wie vor trocken. Vielleicht bleibt es ja so, hoffen wir mal.
wie gesagt, wenn ihr vielleicht eine Idee habt, wie ich hinten, wenn ich wieder mal so ein Szenario mache, wo die auch die 1116 schiebt, wie man da die Schlussleuchten aktiviert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also ich muss sagen, ich war in der Lok drin, habe hier an diesen Paneele, da ist ja dieses Röntgen da, wo man das dann auf diese Schussleuchten und Zugspitzensignale drehen kann, habe ich auf Schlussleuchten nur dieses Fahrzeug gemacht und habe auch das hier zurück, also hier drauf praktisch. Ich weiß nicht, hätte ich das vielleicht hier auf nach vorne schieben müssen? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin da wirklich für jede Kritik offen, wenn ich da vielleicht irgendwas verkehrt gemacht habe. So, sind wir gleich 140. Ich denke, das wird auch die Höchstgeschwindigkeit bleiben. Für diese Strecke gehe ich jetzt mal stark von aus. Es kommt ein bisschen wenig KI hier entgegen, ist mir so aufgefallen, aber man kann eben auch nicht alles haben. Vielleicht ist es auch einfach noch ein bisschen früh. Wir waren gerade mal 5:45 morgens. Bis jetzt kam uns, glaube ich, nur ein RE entgegen. Aber ich wollte halt, dass ich ein Sandwich habe und das hätte ich, glaube ich, wenn ich einen offiziellen Fahrplan genommen hätte, nicht hinbekommen. Von daher musste ich den Zug halt spawnen. Weil ich glaube, die F-16 ist nicht als schiebende Lok offiziell vorgesehen. Weil es ja auch eben kein Steuerband gibt für die ÖBB-Personenwagen. Da kommt wieder was. Das sieht auch ein Güterzug aus, oder? Ist das ein RE, die hat diesmal gezogen? Der Güterzug. Sehr schön, Containerzug. Sehr, sehr nice. Also, geht doch. Also sie ist aktiv, sie schiebt. Es ist halt nur das mit den Schlussleuchten. Das ist halt komisch. Die hat eine Vormax von 230. Wäre vielleicht auch eine Idee, mal mit der auf der Strecke Kassel-Würzburg zu fahren. Ich glaube, da kriegt man die Geschwindigkeit ohne weiteres drauf. Ach, jetzt bin ich zu schnell, um Gottes Willen. Das wollen wir ja nun nicht. Da wieder was? Oder sieht das nur so aus? Ja, das sah nur so aus. Okay. Also das mit diesem Zoom, das habe ich im Übrigen auch wieder rausgefunden. Das ist schon echt nice, wie weit man da gucken kann. FIFA. FIFA.
So, 100. War da, glaube ich, gleich gerade noch was von 90 zu lesen. FIFA. Muss ich gleich auch noch irgendwo auftauchen. FIFA. Genau, da sind sie. So, gehen wir mal runter auf 90. Wunderschön, wunderschön. Einfach nur traumhaft. So langsam kommen wir dem Ganzen dann auch näher. 33 Kilometer noch. Dürfen auch gleich wieder 100 fahren. Der nächste RE. Wunderschön. So, Gleis 70, da werden wir wahrscheinlich einen Gleiswechsel haben oder irgendwo durch den Bahnhof fahren oder sowas ähnliches. Bei 70 ist dann doch schon extrem langsam. Schauen wir mal, was da gleich Sache ist, warum wir so langsam werden müssen. Kommt wieder ein Güterzug, eine schöne Abwechslung hier. RE-Güterzug, RE-Güterzug. Suche B1.
Jetzt müssen wir langsam mal beenden, weil das schaffen wir ja locker. Beeinflussung. So, können wir uns befreien, das entspannt die Sache um einiges. Aber wir fahren durch einen größeren Bahnhof, deswegen. Steht doch so ein bisschen was an Rollmaterial rum. Dort die 363 wird das sein. Abfahrbereit. Dort steht der Nahverkehr. FIFA. Ja, dann drücken wir gleich wieder Beschleunigung auf 130. Sehr, sehr schön. So, muss jetzt direkt auf 130 switchen, 90. Dann gehen wir schon mal hin. Das dürfte jetzt aber auch nicht mehr lange dauern mit den 130. Da sind sie schon. FIFA. So, ich kann mich aber der Tatsache nicht entziehen, dass es nach wie vor sehr wolkig ist und auch jetzt nicht unbedingt erkennbar ist, dass es in nächster Zeit wieder etwas sonniger wird. Wenn man mal so am Horizont guckt, nicht unbedingt ersichtlich. Ach, seht mal, die Seite habe ich noch gar nicht gesehen. Sieht auch schick aus. Richtig nice. Jahre Brennerbahn, richtig schön. So.
Also ihr hört, auch sie arbeitet, sie schiebt. Aber sie, das mit den Schlussleuchten kann ich leider nicht ändern irgendwie. Vielleicht kann man das sehen, dass ich das da so auf die Schlussleuchten gemacht habe. Da, ihr seht es, ganz links der Schalter. Der steht auf Schlussleuchten. Aber ich bekomme das einfach nicht hin, dass die Schlussleuchten auch leuchten. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist halt so. So, wir zählen wieder mal. Und dann sind es plötzlich nur noch 23 Kilometer bis Salzburg. Das Schöne ist ja auch, wenn man hier so einen Fahrplan macht, wo man die Züge spawnt, dass man dann hingehen kann. Und Züge, die einem vielleicht im Weg sind und man keinen Bock auf ein rotes Signal hat, die kann man kurzerhand entfernen. Und schon hat sich das Problem rotes Signal auch wieder erledigt. Das finde ich auch so ein bisschen als schönen Nebeneffekt echt geil. Also, dass man einfach mal so hingehen kann und störende Züge entfernen kann. Wie das Ganze geht, man geht einfach auf Karte, klickt den Zug an, den man entfernt haben möchte mit der und entfernt die einfach. Das ist so geil. So, fahre ich hier so ein bisschen steile Kurven, deswegen auch die 100. Sind ja schon gerechtfertigt. Und jetzt sind es ab morgen nur noch 3 Wochen, dann geht für mich die nächste Tour los. Runter in den Süden nach Augsburg Hauptbahnhof. Ich freue mich drauf. Es wird mit Sicherheit wieder richtig schön. Da muss ich euch noch was erzählen zu. Ich habe in letzter Zeit oder in den letzten Tagen einige Benachrichtigungen von der Bahn-Navigator-App bekommen, dass sämtliche Verbindungen, die sei es hin oder zurück, nicht mehr fahrbar sind. Das heißt, meine Zugbindung ist komplett aufgehoben. Ich darf mir jetzt jeden Zug ohne extra Kosten nehmen, fern Nahverkehr
und darf Sifa. dann irgendwie zusehen, dass ich dorthin Sifa. und auch wieder zurückkomme. Es wird ein Abenteuer. Ich glaube, das ist jetzt schon vorprogrammiert. Ich bin echt gespannt, mit welchem Zug ich da wirklich bis nach Augsburg komme und auch wieder zurück. Im schlimmsten Fall muss ich sogar noch übernachten irgendwo. Ich weiß nicht. Es wäre richtig, richtig schön, glaube ich. Wenn du so schon anfängst, dann ist, glaube ich, das Abenteuer vorprogrammiert. So, da kommt wieder ein Güterzug, so wie es aussieht. Ja, oder nee? Intercity Fernzug, ja, wie geil ist das denn? Das ist richtig schön, dass er hier auch mal wieder, dass wir den auch zu sich Gesicht bekommen. Das ist doch schön. Also langsam erwacht dann der KI-Verkehr. Wir haben nach 6 Uhr. Kommen wir zu langsam. Dort steht wieder eine abgestellte Diesellok am Diesel. Also sie läuft auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr kurz den Kram gesehen. Sifa, Sifa. Ah, sehr schön. ÖBB F16 Level 7 habe ich dann erreicht. Auch geil. Gestern hatte ich schon meine erste Errungenschaft erreicht. Mit der ÖBB fahren Sie 11,6 Kilometer mit der ÖBB F16 Taurus. Ich weiß nicht, wer von euch das auch schon erreicht hat. Das war auf jeden Fall gestern soweit. Ach, jetzt dürfen wir gleich 160 fahren. Ja, wie geil ist das denn? Zum guten Sifa. Schuss. Kommen wir dann nochmal auf richtig auf Geschwindigkeit hier. Das ist doch sehr schön. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, aber umso schöner. Der Sound dieser Lok ist einfach unschlagbar. Vor allem, wenn sie anfährt. Dieses Gesinge, das ist einfach ein Traum. Da gibt es nichts. Aber was kommt da? Das sieht mir nach einem Güterzug aus. Der BR-155, die gute, lässt sich auch noch mal sehen. Jetzt geht's aber ab hier. Zum guten Schluss kommt der gute KI-Verkehr hier. Das ist es. Man darf das nicht zu früh sagen. Also man muss immer warten bis zum Schluss, dann kommt teilweise wirklich der gute KI-Verkehr noch zum Vorschein. So, wann dürfen wir jetzt 160? Das ist jetzt der Fall. Sehr schön. Dann lass gehen. Jetzt geht es natürlich richtig schnell, weil wir fast 1% Gefälle haben. Jetzt haben wir 1%. Ich kann natürlich ruckzuck auf die Geschwindigkeit drauf. Das ist überhaupt kein Problem jetzt. Wie gesagt, das einzige Manko an diesem Ganzen, an der Lok ist, man hört die Sifa draußen so schlecht. Also wenn man jetzt zum Beispiel draußen Aufnahmen macht oder man guckt sich einfach die Strecke an, die Lok an, und dann in der Zeit kommt, tönt die Sifa, die hört man draußen wirklich sehr, sehr schlecht. Die ist sehr, sehr leise zu hören. Das sollten sie vielleicht auch fixen, weil das, wenn man da nicht genau hinhört, kommt es regelmäßig zu Zwangsbremsung und das muss ja nun wirklich nicht sein. Also das sollte vielleicht noch ein bisschen fixen, aber vielleicht kommt das mit den nächsten Updates. Das ist ja meistens so, dass eine neue Lok, dass da immer noch ein paar Updates zugemacht werden müssen, weil da vielleicht noch hier und da das, was nicht stimmt, was nicht richtig ist. Schauen wir mal, wie sich das in der nächsten Zukunft so abspielt, dann gestaltet. So, wir müssen jetzt gleich deutlichst abbremsen. Nur direkt auf 80 runter, weil wir ein rotes Signal vor uns haben.
Bei 90 können wir, glaube ich, erstmal beibehalten. Machen einfach mal ein bisschen Signalkunde. Sehen wir ja, ob wir quittieren müssen oder nicht. Wenn wir quittieren müssen, dann setzen wir die AFB entsprechend auf 80 und dann sollte das auch kein Problem sein. So, da kommt der erste Gegenzug, sieht wieder nach einem RE aus. Ich könnte jetzt ranzoomen, aber das lässt mich einfach überraschen, würde ich sagen. Ja, da kommt quittierpflichtiges Signal, das heißt, wir können schon mal runtergehen auf 80. Weil das ist definitiv quittierpflichtig hier vorne. Zug beeinflusst. Zack. Das rote Signal hat sich, glaube ich, in Luft aufgelöst, das ist schon mal sehr gut. Aber nichtsdestotrotz haben wir gleich eine vorangekündigte Geschwindigkeit von 50 km/h. Das sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Jetzt kommt der Kumpel erstmal befreien. Das ist gut. So, wir sind hier aber noch längst nicht an unserem Zielort. SIFA. 6 Kilometer zu fahren, zu gehen wollte ich schon sagen. So, da müssen wir wieder quittieren. Wahrscheinlich, dass wir die 50 wahrgenommen haben. Aber das haben wir ja schon im Vorfeld. Daher sollte das auch nicht anbrennen. Zugbeeinflussung. Da müssen wir schon nicht mehr quittieren, weil wir schon auf die Geschwindigkeit gekommen sind. Das heißt, wir haben es auf jeden Fall wahrgenommen. Seitdem hier müssen wir noch quittieren. Zugbeeinflussung. Auch nicht. Ich tue es trotzdem mal, man weiß ja nie, aber muss man eigentlich nicht, weil wir, wie gesagt, die Geschwindigkeit schon erreicht haben. Von daher ist das nicht mehr quittierpflichtig. Quittierpflichtig wäre es, glaube ich, nur, wenn wir noch 20 km/h drüber wären oder 10, ich weiß es nicht ganz genau. Dann hätten wir, glaube ich, quittieren müssen, aber dann wäre es eh zu spät gewesen. Von daher. Ach, wir haben Gleiswechsel gehabt. Peinlich so im Gegengleis, deswegen hatten wir auch die 50. So, so, so. 90. So, hier haben wir eine Schutzstrecke. SIFA. Genau, auf 100. Gibt jetzt nichts mehr, großartig zu beschleunigen, wenn wir eh 3 Kilometer wieder runter müssen. Ach, außerdem schönes Repaint. Das ist das Schöne, wenn man im Creators Club Repaints runterlädt, dann kommt der KI-Verkehr auch manchmal in dem ein oder anderen Farbkleid daher und in dem Repainter, ja, das ist schon echt geil. Das ist schon echt nice.
2,8 Kilometer noch, dann haben wir unsere Reise beendet von Rosenheim nach Salzburg nonstop. An einem echt sehr stark bewölkten Sonntagmorgen. Kurzzeitig hatten wir sogar Nebel, aber der Regen ist Gott sei Dank ausgeblieben. So. Gehen wir runter auf 80. Nämlich ein anzeigendes Signal vor uns. So 60. Hier werden wir wahrscheinlich trotzdem quittieren müssen, weil wir ein halbzeigendes Signal für uns haben. Zugbeeinflussung. Genau. Und da müssen wir unter 45 kommen. Sonst killt uns der 500 Hertz Magnet. Da steht schon eine S-Bahn und wartet. Siefer. Sonst ist das Signal wieder grün, das heißt, wir können auf 60 aufschalten. Zugbeeinflussung. Siefer. Siefer. Ich bin aber unter 40, wenn wir kurz vom Bahnhof sind. Zugbeeinflussung. So, fahren wir schön geschmeidig in Salzburg ein. Auf Gleis 7, oder Bahnsteig 7. Das hatte er eh aus Fahrt, er hat noch auf uns gewartet. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Türfreigabe. 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 Wir haben irgendwie keinen Zielpunkt hier. Ist mir gerade mal so aufgefallen, aber lassen wir das. Versuchen das Ganze noch bis zum Ende des Bahnsteigs zu ziehen. Auch komplett im am Bahnhof stehen. So, ich glaube, besser hätten wir das nicht erfüllen können mit dem Anhalten. Natürlich wieder die Türen selbstständig öffnen, das ist irgendwie bei den gesporten Zügen. Naja, lassen wir das. So, machen wir die hier noch offen, wenn wir so freundlich sind, die Leute auch aussteigen können.
Und dann hat sich das Ganze auch sehr hilfreiche Auskunft, würde ich mal sagen. So, die meisten sind hier so ausgestiegen. Wenn wir hier noch die Türen öffnen, dann hat sich das Thema auch. So, das war's auf jeden Fall mit unserer Fahrt von Rosenheim bis nach Salzburg in unserem EC 33 im Sandwich Zweier ÖBB F16000 in einem, wie ich finde, wunderschönen Repaint. Ein paar alte, ein paar neue ÖBB, SBB-Wagen dran gehangen. Es war eine schöne Fahrt. Es kam uns ein richtig schöner Köttenverkehr entgegen. Vom Wetter her hatten wir einigermaßen Glück, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir mal gar nichts. Passt auf euch auf. Habt einen schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedin gespielt das. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Mir treu. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Servus. Und tschüss.